So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Outlast. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut es euch auf jeden Fall vorher nochmal an, weil da haben wir, ja, ich möchte nicht sagen verkackt, aber schon, so ein bisschen. Wir setzen jetzt da wieder an und schauen jetzt mal, was uns jetzt hier noch so weit ist erwartet. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert. Okay. Ja, das war ja das Gerenne, genau. Das, Okay, wir sind noch ein bisschen verwirrt. Also, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Muss ich hier rein? Nein, hier war es auch falsch. Hallo! Lass mich doch hier durch. Ja, hier komme ich auch nicht hin. Und hier springe ich wieder runter. Okay, wir müssen uns erstmal wieder orientieren. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Wir sind jetzt hier in einer neuen Aufnahmesession. Ich habe beim letzten Mal, in der letzten Folge, natürlich die Aufnahme beendet, weil das Spiel doch sehr... ja, ich will jetzt nicht sagen anstrengend ist, aber es ist schon anstrengend für mich zu spielen. Es macht mir super viel Spaß, mal davon ganz abgesehen. Aber, LOL! Habe ich das letzte Mal auch schon so gemacht? Oh, lieber hier. Hier rein. Was down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. Naja, ich will ja hier rein. Kann ich hier rein? Oh shit, Alter. Komm rein! Was ist denn mit dir verkehrt? You're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break. And I witness. Huh? Buddy, the old two martini lunch? Hm? Have a little confab. Blah, blah. Ich würde mich freuen, wenn du mich einfach da cool lässt. Look, a little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car. Wie Sport hier, hallo? Was ist denn? Wo will der mit uns hin? Warum? Was passiert jetzt mit uns? You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Wo willst du hin mit mir? Ey, du siehst auch nicht ganz gesund aus. Nur mal so als Info. Was ist er? Ist er ein Doktor? Kann ich... Haha, diese Hände sind dir angeboten. Töte mich. Töte mich. Töte mich? Nein! Nicht mich! We're putting that phone to any use anyway. Truth be told, I was just trying to look at my own stance. Here we are then. Okay, it's the doctor. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. And, well, movies. And it'll give us a chance to talk. Hallo, kann ich mich hier irgendwie befreien? You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy.
It's understandable. Many people get scared. There's like to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Ich mich befreien? Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. Better, right? Here's something we cheat you. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Warum? Was will mit unseren Fingern? Komm, befrei dich schon. Ah, okay. Super, wir haben nur noch anstelle von 10 Fingern irgendwie 8 Finger. Verständlich? Also eine verständliche Reaktion? Was ist los mit euch? Du hast sie doch nicht mehr alle. Hallo? Okay, da ist... Ich würde gern irgendwie jetzt doch mal eine Waffe haben wollen. He's still alive. Should have thrown his fingers. He worked too well. They couldn't control it. And you can't control it. Nobody. If I duke, he'll kill you. He's coming now. Trigger! You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Was macht ihr? Warum? Wieder weg. Fuck! Shit. Fuck, really? You aren't gonna walk on me! If there's one thing I cannot goddamn stand, it's the queer! Come on! Wie? Was? Alright, you can figure this out. Alright. Well, let's solve some problems. Was machst du? Oh, der sucht mich jetzt, ne? Ja. Das ist die Frage, kann ich da hinten eventuell schon lang? Ja, ich sehe wieder nix. Nein. Wo ist er? Oh, da ist er. Hallo! Könnte ich jetzt eigentlich... Jetzt mal... Scheiß Kamera, ey, die Batterien wieder, wa? Da ist er. Ey, ich sehe nix. Ich sehe wirklich gar nichts. Also ich sehe da ein bisschen was, aber ich sehe... Ey, ohne... Ich habe noch 4 Batterien. Und der Typ, der mich verfolgt. So, ich muss jetzt nochmal einmal eine Runde abwarten, würde ich behaupten. Einfach aus Safety-Gründen. Dass er jetzt hier nochmal... Genau, hier... Vorne lang geht.
Da hat der auch nichts an. Was ist das mit euch, dass ihr alle nackt rumrennt? Okay, geht jetzt raus. Maybe. Just maybe. Kann ich mich hier kurz verstecken? Ich weiß jetzt nicht. Kommt da raus? Ich hoffe nicht. Okay, komm. Wir machen das jetzt slow. Ich höre ihn auf jeden Fall noch. Wir machen das jetzt ganz fucking easy and slow. Halt's Maul, Alter. Halt doch einfach dein Fräsebrette. Okay. Da geht's doch zum Fahrstuhl. Schnell. Für diesen Aufzug wird ein Schlüssel benötigt. Oh nee! Oh nee! Wo hole ich denn jetzt bitte den Schlüssel her? Kann mir das mal jemand verraten? Also, das ist ja das eine, aber warum denn jetzt ein Schlüssel? Jetzt ist die Frage, kann ich mich hier unbeschwert bewegen? Hier liegt eine Batterie. Batterie ist awesome. Aber ein Schlüssel. Oh ne, jetzt sag mir nicht, dass der hier irgendwo in diesem Fickraum drin ist. Oh, ich will da nicht lang. Oh, ich bin doch erst gerade da weg. Gibt's hier keinen... Also es muss ja irgendwo muss es ja einen Schlüssel geben. Sagen wir mal ehrlich. Aber ich habe jetzt echt keine Lust, wieder zum Onkel Doktor hinten, der mir die Finger abgeschnitten hat, hinzugehen, um zu sagen, hey du, maybe you have a key for me. Oh, die Melodie wird schon wieder ganz pissig. Kann ich mich eigentlich drunter verstecken? Wo ist denn er? Das wäre richtig awesome, wenn ich den jetzt hier irgendwie sehen könnte. Oh, das ist ja schon wieder Anspannung pur, ey. Die erste Folge in der heutigen Aufnahmesession und es geht schon wieder ab wie Scheiße hier. Übrigens, meine Aussprache lässt leider Gottes manchmal zu wünschen übrig. Gerade bei solchen Spielen, da vergesse ich gerne mal, dass ich eigentlich was aufnehme. Bitte das zu vernachlässigen oder zu tolerieren. Wie auch immer, ist mir, ja, bin gerade voll angespannt, war. Okay, was? Wo könnte der Schlüssel sein? Wo ist der Doktor jetzt hin? Keine
Kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt den Doktor so ausgespielt habe, dass ich ihn nicht mehr sehe. Also ey, ich bin nicht traurig drüber, ne? Ganz ehrlich, wenn man der arme Typ, wenn man mal so will, ja, ist halt der Doktor. Was ist denn der Scheibenkleisterschlüssel? Hat er den hier irgendwo hingepackt? Nö. Aber ich finde ihn auch nirgendwo. Also, wir brauchen den Schlüssel für den Aufzug. Warum auch immer wir einen Schlüssel für den Aufzug benötigen. Auf jeden Fall muss der hier irgendwo sein. El Doktore hat sich verflügt. Wo auch immer er hin ist. Bin ich aber auch nicht traurig, oder? Muss ich auch ganz klar sagen. Ich würde jetzt einfach nur gerne zeitnah den Schlüssel finden wollen. Hier rein. Oh nein. Okay, da komme ich nicht rein. Das ist gut zu wissen. Hast du den Schlüssel? Ja, den kann ich mich nur verstecken. Hier gibt es auch keinen Schlüssel. Hier kann ich zwar hin, aber hier gab es nur die eine Battery. Hier ist der Aufzug. Oh nein. Warum denn? Warum muss ich denn jetzt schon wieder irgendwelche Lüftungsschächte wieder langlaufen? Das ist doch scheiße. Das ist doch nicht toll. Nein! Erstens, warum hüpfst du hier? Psst, so laut. Okay, das ist schon mal mein Fluchtweg. You know, that's my Fluchtweg. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist noch alles okidoki. Hier könnten wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwie Batterien finden. Leider nein. So, was ich mich jetzt frage ist, wenn jetzt hier gleich der Doc... Das ist eigentlich ein beschissenes Versteck. Hallo! Ist er jetzt da lang gegangen? Oder denkt er sich jetzt so wie ich? Boah, wenn der jetzt hier hochgeklettert ist, dann kommt er ja hier wieder raus. Okay, er ist jetzt da lang gelaufen. Das heißt, er läuft jetzt wahrscheinlich da drinnen seine Routen. Wenn er jetzt da seine Routen läuft, in irgendeinem scheiß Zimmer, wo er vorher drinnen war, wird wahrscheinlich, naja, scheiße, er läuft wirklich seine Routen. Wird ja dieser Schlüssel zu finden sein. Wir warten jetzt noch einmal ab, dass er von da nach da geht. Also von, ja, nach da. Also quasi wieder zurück. Danach springen wir hier runter. Und versuchen, ganz schnell in irgendein Zimmer zu kommen, wo wir uns verstecken können. In der Hoffnung, dass wir vielleicht da auch... Natürlich den hier.
jetzt verpasst? Jetzt ist er schon wieder nach da gegangen. Also nach rechts. Ich will aber, dass er nicht nach rechts geht, ich will, dass er nach links geht. Warum sehe ich ihn denn nicht? Hallo, Doktor. Würden Sie mir einen Gefallen tun und von da nach da gehen? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Ja, nice. Okay. All these bureaucrats, corporate mansions, and golden parachutes. Rumble. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated. Ich kann nicht spüren. Oh Mann! Raus hier. Ah! Lass mich in Ruhe. Okay, das war jetzt nicht ganz so clever. Ja. Das müssen wir besser machen. Okay, wir sind jetzt hier an dem Safe Point. Bin ich auch gar nicht so traurig drüber? Achso, jetzt hat er hier natürlich mein Dings noch nicht aufgemacht. Achso, ich muss gedrückt haben. Öffnen. So, jetzt gibt es ja hier natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte... Jetzt loten wir erstmal ganz easy aus. Ich könnte mich hier verstecken. Aber dadurch, dass der MTED immer hier hin und her rennt, bringt mir das nichts. Das heißt, ich muss eine Tür finden... Sowas hier. Oh, ich hoffe, dass er mich jetzt nicht sieht. Wobei das eigentlich ein sehr bescheidenes Versteck ist, was ich mir hier ausgesucht habe. Ich höre ihn doch. Oder? Ich könnte jetzt probieren. Ich könnte jetzt probieren, wenn ich wüsste. Das weiß ich halt nicht, wa? Ob er jetzt da hinten rechts ist. Also es hört sich erstmal so an, als ob er da hinten, so hinter dem Bett, da hinten ist ja noch so ein Durchgang, da bin ich ja vorhin aus Panik durchgerannt. Dass er da ist. Das scheint nicht zu sein. Die scheinen wirklich, wirklich da draußen rumzurennen. Ja, die Geräusche, die ich höre, sind hier die, die Bewegung von ihm hier. Ja. Was ist das, eine Alarmanlage oder was? In the rain, why not, you goddamn fancy? What can you do to me, huh? Jetzt kommt er natürlich, genau, ist klar, ist hier Alarmanlage. Für das Spiel. So, jetzt ist er da hinten. Jetzt ist die Frage, geht der überall lang? Oh Gott.
der mich jetzt gehört? Hallo? Oh ja, er hat mich gehört. Das gehört gerade mit diesem Zing. Der Wichser. Ist doch nur ein Klo, oder? Normalerweise ist es doch nur ein Klo. Hey, nobody likes a quitter. Ja, ja. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Das war anscheinend der richtige Weg. Ich habe aber immer noch keinen Schlüssel gefunden. Das ist die Frage, wo komme ich hier raus? Und weiß er, dass ich hier rauskomme? Ah, Scheibenkleister. Ich würde ja gerne noch den Schlüssel finden, ne? Als wäre so... awesome? So ein bisschen? Ah, ich hab echt Schiss, wa? Und was höre ich hier auch schon wieder? Irgendwas läuft hier. Oh, okay, komm, do it. Ich hab da bestimmt so ein Training wieder. Schon. Versteck dich. Nein. Okay. Ist verdächtig ruhig. Oder? Also, er ist ja jetzt gerade. Ist ja da vorne keiner, ne? Ich könnte mich jetzt hier überall verstecke. Ja. Da ist keiner. Da ist der Schlüssel. Oh oh. Doch hier durch? Was ist mit dir verkehrt? Run, boy, run. Und hier komme ich nicht weg. Bin ich jetzt hier lang gegangen? Hello! Na, na? Links, rechts kommen die Junge. Links, rechts. Da durch. Hier durch. Schaff ich das? Komm. Run, boy, run. Nimm doch! Ciao! Ciao, Bella! Ja, tut ihn! Nice! Also, eigentlich nicht, aber... gerade freue ich mich so ein bisschen. Was mache ich jetzt? Könnte ich jetzt hier nochmal drücken? Ah. Okay. Wo sind wir? Ja, okay. Also wir haben El Doctore gecleared.
im wahrsten Sinne des Wortes, gecleared. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei einer weiteren Folge Outlast. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast. Geht weiter. Wir werden gucken, wie das ganze Spiel jetzt noch verläuft, ob wir irgendwann mal rauskommen oder nicht. Und was die beiden Twins und der etwas korpulentere Kollege noch für mich haben, werden wir in den nächsten Folgen sehen. Bis dahin sage ich erstmal, danke fürs Zuschauen und reingehauen.